Hi, hier ist Rian und es geht weiter mit The Search. Wir haben gerade die Aufgabe bekommen, einen neuen Power Core zu finden, indem wir in die Factory zurückgehen und uns da den Power Core holen. Und ich bin noch ein bisschen dabei, die Steuerung rauszufinden. Wow, okay, das war ein harter Angriff und hat das Ding sofort geplättet. Wahnsinn. Leider kriege ich von dem Zeug hier nur Tech Scraps und sonst nichts. Keine coolen neuen Waffen, keine coole neue Rüstung, keine coole Sonnenbrille. Don't forget your roots. Okay, die Sache ist, hier kam ich her. Das bedeutet, ich gehe hier hin. Klingt gut? Klingt gut. Visit operations to craft items and change your implant loadout. Okay. Ah, aber dafür muss ich operations immer finden. Was ist jetzt los? Was bist du? Moment, warst du die ganze Zeit über mir? Oh mein Gott. Alles klar. Tschüss, du komisches Käferding. Irgendwie habe ich das leichte Gefühl, dass ich gegen dieses Vieh irgendwann kämpfen darf. While locked on, move R in a direction to target enemy body parts. Ja genau, jetzt geht das nämlich los. Jetzt darf man Körperteile angreifen und ich hoffe, sie haben das ein wenig gefixt im Vergleich zur Gamescom-Version, wo das echt schwierig war. Bestimmte Körperteile. Was ist, warum seid ihr so hart? Finde ich nicht gut. Bam! Cool. Das gab ordentlich Tech-Scraps und hier ist schon die Abkürzung für später. Ich interagiere. Oh, es geht nicht. Na gut. Ich kann die Abkürzung nicht von außen öffnen. Das ist ja komisch. So, mit Exolifts kann ich an höhere Gebiete heran. Das ist schön zu wissen. Ich glaube, ich soll hier gar nicht hin, aber ich gehe trotzdem mal einfach hier hin. Parts of tech scrap can be consumed from within your inventory. Ah, das sind die Pops. Okay. Einfach, wenn ich zu wenig tech scraps habe und irgendwas umzusetzen, dann benutze ich so ein Poppable und dann habe ich genug, vielleicht. Ich will das jetzt aber nicht. Okay, danke. Ich wollte schon fragen, wann diese blöde Nachricht wieder weggeht. Schub, 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 budub, budub, budub. Sprinten. Ah, mein Health ist voll. Ich wollte doch gar nicht heilen. Gibt Sprinten? Ja, es gibt Sprinten. Okay, cool. Was bist du denn für einer? Head, right arm. Ich will diese Waffe haben. Okay, target your enemy's unarmored head by moving R and attack. Okay, das hat den Kopf gut angegriffen. Aber ich würde ganz gerne die... Ah ja. Das Bling, der Marker bleibt doch endlich mal dort hängen, wo er hin soll. Das hat er nämlich in der Gamescom-Demo nicht getan und das war ein bisschen doof. Ich will nicht den Kopf angreifen. Na gut, dann greife ich halt den Kopf an. Du bist ein bisschen langsam, Mann. Aber, wow, okay, du verbrennst einfach, alles klar. Anscheinend bestehen die Rüstungen, die wir tragen, aus reinem Kohlenstoff. Ein Vital Boost. Neues Implantat, super, das setze ich doch einfach gleich mal rein, weil es sowieso gratis. Display Enemy Health Gauges, habe ich das nicht schon? Vital Boost, Medical Audit. Moment, das ist Vital Injection. Medical Audit. Vital Boost. Health plus 10. Dafür muss ich zur Medbay zurück. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das sind sowieso nur 10% Rüstung. Haha, so viel brauche ich auch gar nicht. Take unarmored body parts to do more damage to your enemy. Ja, alles klar. Die werden auch freundlicherweise markiert. Cool. Und du staggerst auch. Nicht so wie in Dark Souls 3. Oh, ahaha, meine Stamina ist alle. Dann nochmal auf, aufs Leg. Genau. Oh Gott! Ich möchte, dass du kriechst. Und hier wirken horizontale Swipes eigentlich ganz nett. Normalerweise spiele ich auch ein wenig aggressiver und flexibler und schneller, aber ich will es mal langsam angehen lassen. Und vor allem das hier einsammeln.
If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is going to end up all over your ass. Das ist das, was der Typ da hinten anscheinend gerade versucht. Ich habe so eine Ahnung, dass mich gleich jemand von der Seite angreift. Weil klassisch Dark Souls. Nein, nein, okay, alles klar. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall irgendwann schreiende Leute auf einen zulaufen aus dunklen Ecken. Ah, ja, ja. So, okay, ich will diesen Arm haben. Noch ist es ja alles ganz, ganz nett. Hier passiert noch nicht viel. Zack, ich will deinen blöden Arm. Gib mir deinen Arm. Es ist wichtig, dass ich den Arm... Oh, 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 okay. Ist ein bisschen dunkel gerade. Aber es passt schon. Okay, ich durfte mir deinen Arm nicht holen. Und du verbrennst wieder. Viel Spaß. Ah ja, ich kann ja heilen. Yes. Oh, volle Heilung. Aber nur wenig Heilung. Aber dafür schnelle Heilung. Es hat alles seine Ups und Downs. Genauso wie eine Achterbahn. Man kann sich aber, wenn man blockt, nicht bewegen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Gibt's irgendwelche Backstabs? Nope. Dann halt nicht. Du bist ein bisschen härter drauf, ha? Huh? Immer schön auf die Rübe. So. Bam, 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 bam. Yay. Was ist das? Ein Power Core. Yay. Hier kann ich ja gleich zurückgehen. Und was ist das hier? Dafür brauche ich den Power Core. Und dann kann ich auch gleich das Implantat in mich hineinstopfen. Einfach schön nehmen und so rein in den Kopf. Einfach schön die Klappe auf, Implantat rein, Klappe zu, fertig. Perfekt. So, da rein. Ich find's gut, dass das Ding... Ich bin Warren. Ich brauche keine Assistenz. Was ich brauche, ist ein neues Implantat. Was ist das? Gear Assembly? Darf ich nicht benutzen, wegen Power Core. Alles klar. Medbay. So. Das wird bestimmt nicht wehtun. Yay! Alles ist gut. Alles ist gut. So, jetzt darf ich meine die Medbay benutzen, um meine Tech Scraps zu banken. Das bedeutet, die muss ich dann nicht mitnehmen. If the total amount of Tech Scraps you own is high enough, you can level up the total core power of your Exoric. Das ist gut, weil dann schalte ich mehr Implantatslots frei. All equipped gear and implants consume a portion of your total core power. Je mehr ich reinstopfe, desto besser. Gut. So, was kann ich jetzt... Ich kann increasen. Yay! Cool. Und wenn ich jetzt banke, dann landet das da unten. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das will, aber da meine Tech Scraps hier sowieso für den nächsten Increase nicht ausreichen, banke ich die jetzt einfach mal. So, und jetzt sind sie da. Ja, cool. Okay, jetzt sind die anscheinend in der Bank. Hervorragend. Gut, hier kommt der Vital Boost rein. Und jetzt bin ich quasi schon unbesiegbar. Nice. Connection to database restored. Checking database. Gear voucher detected. Jetzt kann ich Overcharge Power Circuits machen. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, was das heißt. Redeem Voucher! Ja, ich kann mir Sachen holen. So schön. Links Lag Gear Schematic. Schematic. So, jetzt kann ich den Kram hier zumindest bauen. New gear parts can be crafted from schematics by holding A when all required components are available. To change the mark you wish to craft, use R. Oh, man kann höhere Versionen davon craften, was natürlich dann auch wesentlich mehr kostet. Ich habe genau 370 Tech Scraps. Das reicht für Shit. Das finde ich gut, weil dann nicht das ganze Inventar mit neuen... Mit ganz vielen Sachen geflutet ist, sondern man kann einfach sagen, okay, das hier gefällt mir und das upgrade ich dann zu der besseren Version. Andererseits ist es schade, weil wahrscheinlich ganz viele Sachen auch an der Spielfigur angezeigt werden und das ist natürlich dann auch ganz nett, wenn man da Auswahl hat, wie bei den Souls-Spielen zum Beispiel. Zum Beispiel. Es muss jetzt nichts mit den Souls-Spielen zu tun haben, aber da zum Beispiel. The Gear Assembly automatically deconstructs your salvage items into crafting components. You can also bank ops. Bank ops. Your tech scraps here.
Use tech traps and crafting components to craft and upgrade your gear. Upgrading equipment increases its mark. Upgraded weapons. Also man muss nicht Sachen neu bauen, sondern man kann sie auch upgraden. Das ist super. Wahrscheinlich für eine reduzierte Kostenstelle Faktor. Ja. Cool. Was will ich denn? Crafting upgrade. Ah, ich hab ja schon Sachen an. Das bedeutet, ich kann sie upgraden. Haha. Nur halt nicht so gut. Aber ich kann immerhin meinen Pisten upgraden, was auch immer dann passiert. Es wird dann wahrscheinlich mit einer Metalllegierung überzogen. Dadurch wesentlich hübscher. Was habe ich denn so an? Headgear. Nein, ich habe null Gear. Doch, Moment. Right Arm Gear. Hatte ich gar nicht an. Headgear brauche ich nicht. Right Leg Gear. Nice. Ein Schuh. Jetzt brauche ich noch den anderen Schuh. Und dann habe ich zwei Schuhe. Nice. Aber meine rechte Seite ist jetzt voll gut. Was super ist, nämlich das ist die Seite, die meine Waffe trägt. Es gibt anscheinend neue Sachen zu hören. Hallo, du Frau. Ja. Du kannst mir sagen, wie du heißt. Ja, okay. Tschüss. Das Blöde ist, jedes Mal, wenn man eine Mad Bay ist, dann regenerieren, glaube ich, alle Gegner. Wie zum Beispiel der hier. Darf ich mir jetzt seinen Arm schnappen? Das wäre hervorragend. Den hätte ich nämlich gerne. Oh Gott! Was machst du? Du machst komische Sachen. Hey, ich habe Energy. Ja, jetzt kann ich mir das Ding schnappen. Haha, gib mir deinen blöden Arm. Jawoll. Gib ihn mir. Haha. Ich habe einen Wrecked Links Arm. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich denn überhaupt brauche zum Upgraden. Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Das wäre nämlich ein Golden Ticket. Was ist das denn? Achso, das ist das, was ich vorhin gehört habe. Alles klar. Ganz viele Statistiken. Mit Elemental Damage, Crush Damage, Slash Damage, Thrust Damage. Das Ganze auch für die Defense. Mal gucken, wie viel mir das dann nachher eigentlich bringen wird. Und das Gear. Ah, hier kann ich auch sehen, ob ich das... Das Ding ist viel cooler. Jetzt habe ich diesen Arm. Nice! Kann ich irgendwo sehen, was es kostet, den abzutraden? Das wäre jetzt noch phänometastisch. Nee, kann ich nicht. Das muss ich mir tatsächlich merken. Oh nein. Das ist der Backpack, was auch immer. Kann ich wirklich nicht die Upgrade-Sachen sehen? Oh man. Na gut, aber wir haben jetzt diesen Arm hier. Wusch, wusch, wusch. Der ist ein bisschen langsamer. Aber dafür mächtiger. Genau, ich will noch mehr von dir. Oh boy, das ist eine sehr lange Animation. Die ist ein bisschen kürzer. Das gefällt mir besser. Jawohl, gib mir deinen Arm. Ching ching, ein Vibro-Cutter. Wollen wir den auch gleich mal ausprobieren. Aha. Der macht weniger Impact als auf Medium. Und die Sachen scalen natürlich. Der scaled am besten. Das bedeutet, das wäre später dann wahrscheinlich besser, wenn ich auch tatsächlich Sachen könnte. Aber es gefällt mir schon sehr gut, was das hier ist. Was das hier ist. Haha. Wie das so ist und so. Und jetzt bist du dran, Mann. Body, der ist geschützt. Das bedeutet, da kriege ich vielleicht ein bisschen... Nee, Moment, der ist nicht geschützt. Hast du einen geschützten Kopf? Darf ich den haben? Ja, gib mir deinen Kopf, Mann. Hey, dankeschön. Hat er auch wirklich was? Nee. Oh Mann, kann ich mir jetzt den Kopf nicht aufsetzen? So, jetzt darf ich hier overchargen. Aber was bedeutet das? Kostet 10 Stamina vielleicht? Nein, kostet Energy. Okay, meine Energy geht runter. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Kann die auch bitte wieder hochgehen? Sie ist einfach gleich auf 0. Da links ist so ein Typ. Der leuchtet so böse. Ich geh da mal hin. Ich muss das hier mal eben abschneiden. Sorry, 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 sorry.
Ah, oh Gott, der hat mich erwischt. Ah. Ah. Mach nicht hier deinen Defense Stance, sondern gib mir deinen Arm. Danke. Oh, zwei Sachen. Small Pile of Rusty Metal Scrap. Das sind Bauteile und Tungsten Alloy. Cool, cool, cool. Sachen, die ich gebrauchen kann. Dinge, von denen ich runterspringen kann. Hier ist einfach nichts. Was soll das denn? Game Design! Meine Damen und Herren, Game Design! Hier müssen überall Sachen sein. Oh, hey, 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 hey. Was brauche ich denn so? Der rechte Arm hat halt Stuff. Beine hat er anscheinend nicht. Ich schnapp mir einfach mal den rechten Arm. Ich schnapp mir den einfach mal. Kann ich... Ah, das ist das Bein. Jawohl. Danke für Ihre Zusammenarbeit und die Kooperation. Ja, gib, 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 gib. Ja, damit. Dankeschön. Yes. Da ist noch irgendwo so ein Typ rumgelaufen, aber ich gehe erstmal hier einfach hoch. Rup. Es fühlt sich wesentlich besser an als bei der Gamescom. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich was geändert haben, aber es fühlt sich besser an. Kann ich das jetzt überhaupt overchargen? Achso, weil ich 11 Core Power habe, darf ich das tun. Man darf das nur tun, wenn man genug Core Power hat. So ein bisschen wie bei Mario, Donkey Kong, was auch immer. Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, ehrlich gesagt. Hier geht halt so eine Leitung dorthin und dort runter, aber was auch immer. Und die Energy, die ich habe, die brauche ich sowieso noch nicht. Moment. Press L while sprinting to perform a jump. Okay. Ah, nein. Es ist Dark Souls 1 Springen. Wieso? Tungsten. Yay. Okay. Cool, cool, cool. Wo ist... Da bist du. Freundchen. Du wirkst... Das wirkt gefährlich. Da rechts, da sehe ich doch so einen Schlawiner. Jawohl. Haha. Von wegen. So. Sowas lasse ich mir nicht gefallen. Genau, du kommst jetzt einfach ganz schön her. Du bist sowieso komplett ungeschützt. Was ja okay ist. Habe ich nichts gegeben. Du hast nur irgendwie viel... Oh, wow, 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 wow. Nix da. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen hier auf den Kopf einprügeln. Hat er mich... Ah! Du dumme Sau, hast mich nochmal gehauen. Gib mir deinen Kopf. Oh, es ist tatsächlich ein Kopf. Yeah. Headgear Schematic. Cool, dann kann ich das nächste Mal, wenn ich nach Hause komme, wieder was bauen. Ich will noch mal den fetten Arm ausprobieren. Der gefiel mir eigentlich ganz gut. So rein von der Optik her auch. Guck mal, dann leuchtet es ein bisschen. Dann ist es im Dunkeln nicht so gruselig. Ich möchte gerne mehr... Wobei, hier der linke Arm. Nee. Was? Wow, der hat einfach über meine Deckung rüber geprügelt. Ja, du drehst dich noch einmal. Das kenne ich jetzt schon. Bam. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht dein Battle Stance. So. Okay, dann stirbt er halt einfach so. Das passt auch. Was liegt hier noch so Schönes rum? Ich... Warum habe ich das Gefühl, dass... Meine Güte, ich hatte das Gefühl, dass da was hinter mir war. Ich habe Schritte gehört. Dafür brauche ich 55... 55? Geht das überhaupt? Darf ich das? Geht das? Core Power Tilo. Ja, okay. Ich komme dann mal wieder, wenn ich 55 Core Power habe. Ach so, ich brauche Energy für Finisher. Okay. Ich verstehe. Ist natürlich wichtig zu wissen. Wenn ich da jetzt weitergehe, was passiert dann? Das sieht gefährlich aus. Irgendwie... will ich da auch nicht hin. Ich gehe erstmal hier hin, wo der nützliche Tooltip ist. Uff. Dann sammle ich das ein. Guck mal, hier ist es so dunkel. Ein neues Implantat, yeah. Hier ist es so dunkel. Da hilft mir mein Leuchtearm sehr gut. Der Taschenlampenarm. Und was ist das? Der Robert Weave. Also, aus dem wird auch niemals was. We've explained it's hardly invasive, even offered to double as bonus. But no, thinks management will use it to control the workforce.
Wahrscheinlich gar nicht so ein verkehrter Gedanke. Steht auf, Arbeiter! Erhebt euch! Alles klar, okay. Dann werde ich diese Episode hier beenden. Und wir werden die Factory das nächste Mal weiter erforschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.